Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dead Space. So, dann wollen wir mal. Wir müssen ja jetzt noch weiter. Und mir geht langsam auch die Muni auf Glatteis. Was haben wir denn eigentlich hier? Achso, das sind Harpunen. Brennstoff haben wir jetzt 2 Zellen. Eigentlich müsste ich rein theoretisch nur mit dem Ding hier schießen. Weil damit haben wir eigentlich ordentlich Munition. Und hier ist ein Shop. Warum ist hier ein Shop? Keine Ahnung. Heruntergeladenes Schema. Ripper und Medipack Mittel. Gut, jetzt ist aber mal die Sache, die irgendwie fühle ich mich mit der Sniper nicht so sonderlich sicher. Deswegen bin ich am Überlegen, die vielleicht doch nochmal auszutauschen. Aber gegen was denn? Das ist so die Frage. Können wir hier jetzt nochmal gucken. Aha. 10% Panzerung. Ja, meine gibt ja 15. Sehr merkwürdig. Gut, gucken wir erstmal. Hoppala. Na, lass mich rüber da. Hier habe ich ja jetzt auch nochmal ein bisschen was drin, ne? Ne, das ist ja mein Inventar. So rum. Hier hatte ich jetzt noch die Minen drin. Und den Minendetonator. Ha, ich könnte ein bisschen Sniper-Munition verkaufen. Die kann ich sowieso verkaufen. Die hier ebenso. Weil die bringt mir überhaupt nichts. Ah, und dann wäre nicht schlecht, glaube ich, wenn ich doch noch mal ein bisschen Munition besorge. Nietenbolzen, aha. Am besten wäre ja wirklich dann Flammenwerfer, ne? Oder Sturmgewehr, wobei ich eher auf Sturmgewehr plädiere. So, einmal noch. Dann können wir uns noch einen Knoten kaufen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir schön sparsam mit der restlichen Munition umgehen. 200 nur. Okay. Aufgabe, Shop, Bench und Speicherstation ist auch irgendwo da vorne erst. Wollen wir mal gucken. Mal Credits. Muss jetzt das blöde Licht ausgehen? Okay. Stromschwankungen. Gut. Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir ja den Sniper, also das Suchergewehr vielleicht nochmal ein bisschen besser oder doch eher auf Pistole vertrauen. Wobei Pistole brauchen wir 2, dann hätten wir hier schon das Nachladen und danach das Tempo. Damit wird ihr Tempo um 0,2 Sekunden erhöht, denn das bringt mir eigentlich gar nichts. Hm. Beim Impulsgewehr, da könnten wir jetzt auch nicht wirklich viel machen. Und beim Sucher haben wir nur das Nachladen. Wir könnten den Schaden erhöhen und die Kapazität. Mit den 3 Punkten. Dann könnte ich hier runtergehen. Hätte. Ist halt blöd, wir brauchen halt immer 2 Knoten. Komm, wir nehmen jetzt mal. Und vertrauen darauf, dass das Suchergewehr noch besser wird. Schauen wir mal. So, mit 5 fühle ich mich ein bisschen sicherer. Da habe ich mir schon gedacht. Und noch ein. Hey, da haben wir auch die Speicherstation. Dann speichern wir erstmal. Da hätte ich ja die letzten Minuten auch noch mit draufpacken können, ne?
So, das heißt jetzt hier erstmal oben speichern. Wieder mal. Und jetzt wieder in die schönen engen Gänge. Die liebt ja jeder so. Oh shit. Weiter krabbeln. Einfach weiter krabbeln. Wir ignorieren alles. Einfach weiter krabbeln. Warum ist es da so dunkel? Erstmal Munition mitnehmen. Und ich soll da lang. Nicht nochmal Brennstoff. Okay, das hat sich ja jetzt schon mal gelohnt, hier nochmal nach hinten zu gehen. Naja. Gut, dann klopfen wir mal an. Hallo? Okay. Noch ein Schema. Strahlenkanone. Kann ich da einfach so sauber durchgehen? Irgendwie glaube ich das nicht. Warum glaube ich nicht, dass ich hier sauber durchgehen kann? Okay, ich kann sauber durchgehen. Okay. Das ist scheinbar noch alles im Bau. Nein, das sind wieder diese ekligen Babys. Das sind wieder diese ekligen Babys. Die habe ich überhaupt nicht gemocht. Zumal die an den Wänden und ähnliches, und dann konnten sie auch noch schießen und... Ja, willst du noch mehr Sniper-Muni? Oh, jetzt werde ich mit Flammenwerfer zugeschmissen. Finde ich nett. Okay, einmal Geld und einmal Muni. Alter, wer baut so eine gruselige Kirche, ey? Da denkt man ja sonst was, aber nicht, dass man in der Kirche ist. Was sind wir denn jetzt? Haupthalle wohl wahrscheinlich. Ich höre mein Herz klopfen. Oder ist das im Spiel? In Ruhe. Drei. Ich brauche die. Drei.
Willen. Okay. Nee, ich hatte den Flammenwerfer auf der 2, nicht auf der 3. Auf der 3 war die Pistole. Ich habe nur die Pistole genommen. Oh Mann. So, ich habe ein bisschen Gesundheit gekriegt. Ja. Dann drücke ich mir mal ein. Mal sehen, ob das geholfen hat. Eieiei. Medipack. So, jetzt da hoch, dann da rum und... Oh Gott. Wirklich dahin, wo das Riesenvieh mich jetzt angegriffen hat? Okay. Cool bleiben. Die kommen nur aus den Fenstern. Mir jetzt wirklich entgegen? Schlechter Tag für dich. Lass mich, hörst du mal auf mich zu beißen? Ist aber jemand anders voll. Aber doch nicht mich, Mensch. Okay, Sturmmunition. Ganz ehrlich, ich will da irgendwie nicht hin. Irgendwo ist noch einer. Okay, jetzt geht mir die Sniper-Munition sogar aus. Auch ein seltener Fall. So. Jetzt laufen wir erstmal runter. Weil da habe ich ja eine Leiche wieder runtergeschickt. Okay, was hatten wir hier? Das habe ich hier vorhin gar nicht gesehen. Haben wir hier vielleicht noch irgendwie Munition oder so versteckt? Sieht nicht danach aus. Na gut, dann jetzt einfach wieder hoch. Komm, Isaac. Einfach zusammenreißen, das schaffen wir schon. Wir kommen hier wieder raus. Okay. Ich weiß schon, warum ich immer gezogene Waffe nehme. Da soll jetzt wirklich lang? Na gut. Ich trau hier der Gegend gar nicht. Da, 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 da. Ich nehm nochmal Flammenwerfer. Wie, jetzt geht das Licht aus? Ich bin hier im Regierungsschiff. Das
einfach weg. Lass mich in Ruhe. Danke. Okay, Aufzug. Jetzt geht's wieder nach oben. Dana, sind Sie noch bei mir? Ich habe die Spitze der Kirche erreicht. Sie sind fast hier. Ich warte am Shuttle. Okay. Flammenwerfer ist ready. Blödes Mistvieh. Okay, ich will nur noch zum Shuttle. Flammenmunition und da hinten haben wir auch eine Speicherstation. Okay, Energieknoten, ein Schema. Gut, hier könnten wir erstmal speichern. So. Jetzt fühle ich mich schon wieder ein bisschen sicherer. Jetzt ist gespeichert. Nochmal kurz einen Muni-Check. Zwei Schemas, zwei dicke Packs und drei kleine. Ne, ist ja nicht viel, aber gucken wir mal. Vertraut. Weil sie keine andere Wahl hatten. Ich sagte ihnen, es gäbe eine Heilung und sie kamen hergerannt. Warum tun sie das? Warum lässt man mich nicht einfach in Ruhe, hä? Sie sind ein gefährliches Geheimnis. Earthgoth wird sie nicht in Ruhe lassen. Sie haben Angst, dass sie den Marker zerstören. Schließlich haben sie ihn ja gebaut. Wovon reden sie da? Naja, deshalb brachten wir sie her. Um Marker für uns zu bauen. Um die glorreiche Konvergenz auf die ganze Galaxis auszuweiten. Ihr seid echt unglaublich! Geben Sie mir das Heilmittel und lassen Sie mich gehen! Oh, wir wollen Sie nicht heilen, Isaac. Wir brauchen Ihr kostbares Köpfchen genauso, wie es jetzt ist. Würden Sie Isaac jetzt zum Shuttle bringen und ihn in Stase versetzen? Er darf auf keinen Fall sterben. In Ruhe. Ich fackel dich ab. Na komm schon. Lauf. Hey. Alter, lass dich in Ruhe.
Kapitel 6. Isaac, sind Sie da? Können Sie mich hören? Was wollen Sie, Struss? Es ist vorbei. Alle meine Pläne haben sich gerade verabschiedet. Nein, es ist nicht vorbei. Jedenfalls noch nicht. Isaac, wir haben ihn gebaut, also können wir ihn zerstören. Sie meinen den Marker? Wissen Sie, wo der Marker ist, Struss? Im Regierungssektor. Es ist im Regierungssektor. Ich erinnere mich, aber wir müssen uns beeilen. Mir läuft die Zeit davon. Uns läuft sie davon. Struss, wo wollen Sie denn hin? Okay, Aufgabe hinzugefügt. Aufgabe Shop, Bench und Speicherstation. Aber ich würde mich hier gerne nochmal kurz ein wenig umgucken. Ja. Energieknoten sind wichtig und Geld und Money vielleicht. Okay, Geld nochmal. Nochmal Geld. Aber wenigstens kommen wir jetzt ein bisschen an Kohle. Gut. Kommt doch bestimmt gleich wieder jemand um die Ecke geschossen. Oh. Na gut, der ist wirklich nicht mehr da. So, Speicherstation, Aufgabe, Shop und Bench sind dort, aber die Speicherstation nehme ich gleich mit. Aber warum sagt er mir, ich soll hier? Na gut. Machen wir erstmal hier Geld leer. Hier liegt noch einer. Naja, solange die Kinder nicht in den Waschmaschinen hier schon wieder rumspielen, alles okay. Dann speichern wir einmal kurz. Einmal da. Und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.